Cannabis in Action. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei seid in dieser spannenden Sendung, die wir uns überlegt haben. Und zwar Werbung. Was ist eigentlich erlaubt? Was ist eigentlich verboten? Und zusammen mache ich das mit dem Matthias von Heitere Gedanken. Und als Gast haben wir hier bei uns den Dr. Marc Herzog und den Rechtsanwalt Maximilian Eisenmann. Vielleicht könnt ihr euch noch mal kurz persönlich auch vorstellen. Ja, sehr gerne. Ich würde einfach mal anfangen. Mein Name ist Maximilian Eisenmann. Ich bin Rechtsanwalt mit Sitz in Düsseldorf, aber bundesweit tätig. Ich beschäftige mich vor allem mit dem Bereich Strafrecht, Verkehrsrecht, auch viel mit medizinischem Cannabis und ja, deswegen auch gerade sehr interessiert an den umfangreichen gesetzlichen Änderungen. Dann schließe ich mich gleich mal an dem Max. Mein Name ist Marc Herzog. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht, Fachanwalt für Verkehrsrecht und Fachanwalt für Versicherungsrecht. Wir sitzen im tiefsten Oberbayern in Rosenheim, sind aber auch bundesweit tätig, gerade mit Schwerpunkt Strafrecht, Verkehrsrecht und sehr, sehr viel Fahrerlaubnisrecht, Medizinalcannabis, sodass es also wirklich eine spannende Zeit jetzt ist, wo es da auch, was Führerschein angeht, so ein bisschen am Überdenken ist, am Umbruch ist. Ich freue mich auf die Diskussion mit euch. Wie einige von euch sicherlich auch schon mitbekommen haben, ist das ganze Gesetz aber teilweise ja auch noch sehr schwammig oder undurchsichtig geschrieben. Oftmals gibt es keine klaren Aussagen. Und ich glaube, darauf wollen wir hier auch einmal drauf hinweisen. Ich weiß nicht, was könnt ihr dazu sagen? Wie sicher kann man dieses Gesetz schon auslegen? Naja, es ist ja sozusagen noch druckfrisch und man kann so ein bisschen erahnen, wo die Reise vielleicht hingeht, aber es gibt noch keine Rechtsprechung dazu und man muss mal abwarten, wie sich das alles auch mit der Rechtsprechung entwickelt. Und umso wichtiger ist es, dass wir die Diskussion dazu anfangen, dass sich halt auch das eine oder andere dann da mal ausbreiten kann. Genau in der Richtung muss man es nämlich sehen. Erst wenn sich eine Rechtsprechung dann etabliert hat, kann man eigentlich verbindlich sagen, das und das ist erlaubt, das ist verboten. Wir wollen jetzt mal dazu beitragen, ja, mit unserem juristischen Handwerkszeug ein paar Argumente zu liefern. Genau. Es ist ja immer so, wir sagen heute was wir für richtig erachten, dann kommt vielleicht eine Entscheidung von einem Obergericht, die es ganz anders sieht. Also alles, was wir hier sagen, bitte nicht festnageln. Vielleicht ist es in einem Monat schon wieder ganz anders, weil irgendein Gericht dazu was gesagt hat. Wir versuchen es trotzdem irgendwie bestmöglich nach dem jetzt aktuellen Stand kundzutun und Informationen zu geben. Aber nagelt uns bitte nicht fest und verweist nicht auf unsere Ausführungen. Die können morgen schon wieder ganz anders sein. Wie so oft in Jura, genau. Genau deshalb danke, dass ihr an dieser Sendung teilnimmt und überhaupt auch was dazu sagt, weil viele wollen sich noch gar nicht dazu äußern, weil sie immer sagen, ja, wir brauchen erstmal Leute, die da Präzedenzfälle schaffen. Und ich glaube, viele Leute brauchen einfach mal so eine Grundgedanken, auch von anderen, auch von Rechtsanwälten, wie sie sich vielleicht zu verhalten haben ohne Rechtsprechung. Und dann würde ich, glaube ich, grundsätzlich mit der Frage einfach mal starten, was Werbung eigentlich ist, also was unter Werbung fällt und wo sozusagen dann die Grenze zur Aufklärung ist. Also darf ich über Cannabis berichten und ab wann wird so ein Bericht, sage ich mal, zu einer Werbung? Ja, das ist eine gute Frage. Genau, die wichtigste, die sich auch in allen weiteren Fragen dann im ein oder anderen Gewand stellen wird. Ich kann einfach mal mit einer Standarddefinition anfangen, ist jetzt nicht die aus dem Cannabis-Gesetz, erklärt es aber gut, zu der anderen kommen wir gleich. Also Werbung, bei der Werbung geht es darum, durch Informationen, Dienstleistungen oder Produkte im Absatz zu fördern bei dem angesprochenen Verbraucherkreis. Und wir können auch die komplette Definition des Gesetzes vorlesen. Ein wichtiger Teil ist jedenfalls, es geht um kommerzielle Kommunikation. Ja, der Max hat schon angefangen. Der Jurist gibt es ja immer, ins Gesetz zu blicken. Und da ist eine sogenannte Legaldefinition im Gesetz, was Werbung ist, sehr, sehr weit auszulegen. Jede Art von kommerzieller Kommunikation, Max hat schon gesagt, mit dem Ziel der Wirkung oder der wahrscheinlichen Wirkung, den Konsum oder die Weitergabe von Cannabis unmittelbar oder mittelbar zu fördern, unabhängig davon, ob die Kommunikation über das gesprochene Wort persönlich oder im Hörfunk digital in der Presse oder in einer anderen gedruckten Veröffentlichung innerhalb oder außerhalb geschlossener Räume, einschließlich Schaufensterwerbung, erfolgt. So steht's da. Und jetzt kommt das Problematische, aber auch Spannende. Als Werbung gilt auch solche kommerzielle Kommunikation, bei der davon ausgegangen werden muss,
dass sie nicht von einem nicht unerheblichen Teil der Adressatin als Werbung für Cannabis wahrgenommen wird. Also es kommt nicht nur auf das an, was der, der da spricht, damit möchte, ob er werben möchte, sondern auch, wie es derjenige, der es sozusagen unbefangen mitbekommt, auslegen wird oder wahrnehmen möchte. Ja, und das ist dann ganz gefährlich, auch bei Äußerungen eben über Cannabis. Ganz genau. Der Marc hat es hier umfassend nämlich hier vorgetragen, wie es hier eins des Konsum-Cannabis-Gesetzes drinsteht. Richtig. Ein spannender Teil davon ist nämlich eben auch, wir haben ja schon die Abgrenzung gehört zu Aufklärung. Nicht ins Gesetz geschafft hat etwas, was noch im Eckpunktpapier früher der Bundesregierung stand. Da stand zum Beispiel über die Clubs werbende Kaufanregungen durch Verkaufsstellen im Außenauftritt oder im Internet sind nicht erlaubt. Zulässig sind lediglich sachliche Informationen, beispielsweise über den Ort der kontrollierten Abgabe. Das ist ein Teil, der steht nicht im Gesetz drin, aber im Eckpunktepapier, wo ich spannend finde, ob damit nämlich gearbeitet werden kann, mit dem Sachlichkeitsgebot. Für mich wird jetzt erstmal im Raum stehen, wann fängt überhaupt Werbung an? Kann man das überhaupt so sagen? Also beziehungsweise, es ist okay, es besteht jetzt ein Werbeverbot. Ich habe jetzt einen Club, sag ich mal, ja. So, wann fängt jetzt die Werbung an? Darf ich jetzt zum Beispiel mit meinem T-Shirt rumlaufen, wo der Clubname draufsteht? Darf ich damit vor die Kamera treten? Fängt da schon die Werbung an? Muss ich das Wort nur Cannabis zudecken? Versteht ihr, was ich meine? Kann man dazu eine Aussage treffen? Das wird eben ganz, ganz entscheidend auch von der Rechtsprechung geprägt werden. Ich sag mal jetzt nach dem aktuellen Stand, alles, was sachliche Information ist, alles, also wo der Informationsgehalt überwiegt, das wird man nicht als Werbung ansehen können. Aber alles, was eben so dem in Anführungszeichen Promoten von Cannabis gilt, wo man Cannabis schmackhaft macht, das wird wohl dann als Werbung angesehen werden. Also sachliche Information mag noch keine Werbung sein, wobei, wie so oft, es kommt immer auf den Einzelfall an und die Grenzen sind fließend. Und das macht es eben so schwierig und auch gefährlich, da konkrete Aussagen zu treffen. Genau das, was der Kollege sagt, ist nämlich richtig. Es kommt sehr drauf an, wie so oft eben im Recht. Und jetzt, wo du gesagt hast, Mario, darf ich das tragen, könnte man schon überlegen zu unterscheiden, läufst du in dem T-Shirt draußen herum oder setzt du dich vor eine Kamera, was dann ausgestrahlt wird? Das kann rechtlichen Unterschied machen. Und dann sind wir ja auch schon, der Max spricht gerade ein super spannendes anderes Thema an, Werbung und dann eben auch Sponsoring. Ja? Mario, wenn du jetzt mit deinem T-Shirt rumrennst und eben über so einen Anbauverein berichtest, über die Dinge, die dort vielleicht angebaut werden, tolle Dokumentationen machst, dann kann das auch schon wieder ins Sponsoring reingehen, wo das Gesetz eben sagt, jede Förderung von Einzelpersonen und Anbauvereinigungen oder Veranstaltungen, wo ich darüber berichte und eben vielleicht eine wahrscheinliche Wirkung mit Cannabis promote, da bin ich dann schon in dem unerlaubten Sponsoring auch wieder drin. Selbst wenn die mir nur Reisekosten erstatten? Kommt drauf an, was du berichtest. Ich würde auch sagen, es kommt dann auf die Art des Berichts der Dokumentation an. Ich mache vielleicht die Trias nochmal komplett. Jetzt hatten wir die zwei Definitionen komplett gehört. Und in Paragraph 6 des Konsum-Cannabis-Gesetzes steht dann nämlich folgerichtig drin, Werbung und jede Form des Sponsorings für Cannabis und für Anbauvereinigungen sind verboten. Das ist die Grundlage, über die wir letztlich jetzt hier diskutieren. Genau, also wenn ich das einmal zusammenfassen darf, ist im Endeffekt die Intention wichtig. Habe ich dafür irgendwie eine Gegenleistung erhalten? Mache ich die Werbung, um, sag ich mal, hier mehr Kunden oder mehr Konsum zu fördern? Und dann neben der Intention ist das Wichtige auch noch, wie es ankommt. Also ob es als Werbung aufgefasst werden kann, selbst wenn ich eigentlich keine Intention hatte, Werbung zu machen, wenn es zu werbemäßig aufgebaut ist, ist das dann auch verboten. Also müsste man da schon immer, sag ich mal, so eine Art, ja, aufklärerischen, wissenschaftlichen Gedanken hinter haben. Also wenn ich einen Club besuche, dann müsste das sowas sein wie, okay, die Auflagen der Bürokratie oder wie genau läuft, sage ich mal, der Grow-Up, wie beteiligen die Leute sich, um, sage ich mal, mit einer klaren Fragestellung daran zu gehen und nicht einfach zu sagen, hier, guckt mal euch den Club an, wie schön die gerade am Anbauen sind, sondern das wirklich spezifisch dann sachlich, sage ich mal, hält, ohne da die Werbung reinzulassen. Und da ist auch
finde ich ganz interessant, dass das ja sicherlich auch nochmal auf den Kontext drauf ankommt, wo die Leute rumlaufen. Ich denke jetzt gerade auch an die Leute, die sich bei uns im Shop ein T-Shirt gekauft haben, wo jetzt Proud New Dad oder Proud New Mom draufsteht mit einer Cannabispflanze. Da könnte man ja womöglich auch darüber sprechen, inwieweit ist das Werbung, wenn jetzt Privatpersonen mit T-Shirts rumlaufen, wo womöglich der Konsum, sag ich mal, verherrlicht wird und womöglich sogar zum Anbau oder zum Konsum der Anreiz besteht. Dürfen die privat dann auf der Straße damit rumlaufen? Na, es kommt drauf an, was auf dem T-Shirt halt auch wieder ist. Die Anbau, da ist ja dieses Diskretionsgebot, die Anbauvereinigung steht so im Gesetz, sollen halt möglichst diskret tätig sein und möglichst wenig Aufmerksamkeit auf sich ziehen, insbesondere auch gerade bei Kindern und Jugendlichen, für die das Thema Cannabis ja sowieso tabu sein soll. Und dann letztlich wieder der Einzelfall, was steht jetzt da auf dem T-Shirt und wie steht's da drauf? Ja, wenn das also, weiß nicht, eine wahnsinnig ansprechende, appetitliche Cannabispflanze ist, kann es schon wieder dann Werbung sein oder Sponsoring sein und die Grenze überschreiten. Und das ist eben, Max hat es ja auch schon genannt, die Vorschrift, und da ist eben auch eine Bußgeldbewährung dahinter, bis zu 30.000 Euro Geldbuße. Das ist also auch ein Haufen Holz, sodass man da schon ganz besonders kritisch und gründlich sein sollte. Genau, also eben da auf den Einzelfall kommt es letztlich mal wieder an. Ich würde schon sagen, so zwei Trennlinien kann man aufmachen. Alles, was inhaltlich irgendwie anpreisend ist, sowohl für den Cannabiskonsum, reklamehaft oder eben auch für eine Anbauvereinigung, ist nicht okay. Aber auch dieser andere Aspekt, wie sehr rückt ist dieses Thema überhaupt in den Mittelpunkt in der Gesellschaft? Also so eine Art Aufdringlichkeit, wie leicht kann ich dem entgehen? Genau wie der Marc nämlich sagt, Diskretion ist eigentlich geboten. Die zwei Sachen sind problematisch. Aber lieber Maximilian, es gibt doch zum Beispiel, ich bin ja kein Anwalt, aber es gibt ja sowas wie Vergleiche oder so. Und ich wundere mich immer, wenn ich doch jetzt einkaufen gehe, dann sehe ich doch zum Beispiel auf Produkten, auch Produktnamen oder Hanfblätter, die halt mit Nutzhanf oder mit solchen, also die im ganz normalen Drogerien oder so stehen. Ist das dann nicht auch schon verbotene Werbung? Oder können die sagen, das T-Shirt darfst du nicht tragen und dafür stehen, aber die Hanfsamen, die darfst du mit Happy Hanfsamen kaufen oder wie? Ich glaube, weil das Thema sowieso kommen wird, gerade dieses Hanfblatt ist ein interessanter Aspekt. Ich finde, also meine Meinung ist, das Hanfblatt selber zu zeigen dürfte okay sein. Das würde ich herleiten daraus, dass erstmal hat sich die Bevölkerung praktisch schon gewöhnt, dass es Produkte gibt mit einem Hanfblatt da drauf, und würde das jetzt gar, es hat natürlich einen Bezug zu Cannabis, aber man würde es nicht jetzt mit Cannabiskonsum, das wird jetzt beworben und ist besonders toll, zwingend assoziieren, sondern da gibt's andere Aspekte dabei. Sowas wie Lebenskultur, Reggae-Musik, Rastafari-Religion, auch so etwas, wenn man zum Beispiel nach Reggae-Musik sucht, bei Google, bei der Bildersuche, kommen solche Hanfblätter. Ich würde deswegen sagen, das reine Hanfblatt ist okay. Im Zusammenhang mit der Anbauvereinigung könnte es aber wieder problematisch sein. Das Blatt als solches, denke ich, ist nicht das Thema. Das ist auch nochmal ein spannender Aspekt, weil das Werbeverbot, bitte korrigier mich, Max, wenn ich es irgendwie falsch interpretiere, das Werbeverbot in dem Gesetz, in Paragraph 6, bezieht sich ja auf Cannabis. Ja? Und das Gesetz ist ja super schlau, da wird ja auch nochmal definiert, was Cannabis ist. Ich glaube, wir wissen es oder meinen es alle zu wissen, aber der Gesetzgeber weiß immer alles besser. Ja. Der definiert das nochmal in dem Paragraph 1, Nummer 8. Und da ist eben Nutzhanf zum Beispiel, Vermehrungsmaterial, also Samen und Stecklinge und CBD, ist ausgenommen sozusagen von dem, was Cannabis ist. Insofern kann man natürlich sagen, wenn das jetzt Nutzhanfblatt ist, ist es sowieso außen. Wenn ich über CBD berichte, ist es vom Werbeverbot außen vor. Und dann, und das ist wohl das auch nochmal Spannende, dieses Vermehrungsmaterial ist ja ausgenommen. Insofern ist doch die Überlegung, darf ich, ohne gegen dieses Cannabis-Werbeverbot zu verstoßen, vielleicht über Vermehrungsmaterial berichten, also sprich Samen und eben Stecklinge. Ja, das dürfte dann wohl zulässig sein. Finde ich ein sehr gutes Argument, genau innerhalb des Gesetzes begründet. Genau, Cannabis ist definiert in Paragraph 1 Nummer 8 und genau die Sachen, die der Marc sagt, sind da ausgenommen. Und ja, das würde ich sagen, eröffnet natürlich
auf jeden Fall einen gewissen Spielraum, was zulässig ist. In den meisten Fällen berichten die Leute ja sowieso ohnehin über Brokkoli, aber vielleicht ändert sich das ja auch nicht. Man sieht. Wird schon schwierig, für Brokkoli zu werben vielleicht. Sicher möchten ja auch einige Konsumenten gerne mal teilen, was sie denn gerade so konsumiert haben. Man sieht es ja auch öfter bei Instagram, dass wenn sich irgendeine Sorte beschafft wurde, darüber berichtet wird, wie schmeckt die, wie hat die gerochen, wie sieht die aus, sogenannte Strain Reviews. Gerade wenn man dann womöglich in einem Club zum ersten Mal ist und dann sein erstes Cannabis mit nach Hause nimmt, möchte man vielleicht auch für seinen privaten Instagram-Account einfach mal so ein paar Bilder machen und so ein bisschen zeigen, was man da bekommen hat. Ist das immer Werbung, wenn ich da meine Blüten fotografiere? Kommt es da vielleicht drauf an, ist mein Instagram-Account privat oder öffentlich? Oder ist es wirklich nur Werbung, wenn ich auch für die Review, also für das Anschauen der Blüte bezahlt wurde, also eine Gegenleistung gekriegt habe? Also ich würde mal spontan sagen, all die Aspekte, die du nennst, sind schon mal wichtig bei der Abwägung. Und das ist eine sehr, sehr schwere Einzelfallfrage. Also ich könnte mir ein Strain-Review vorstellen, wo über die Wirkung, die da jemand erzielt hat, vielleicht noch sehr emotional gesprochen wird, wie gut es ihm da ging, was schon sehr schnell in so eine anpreisende Richtung kommen würde und wahrscheinlich nicht zulässig ist. Andererseits würde ich sagen, wenn das relativ sachlich, redaktionell aufgearbeitet ist, spricht auch die Meinungsfreiheit, mit der auch gewisse Verbote abgewogen werden müssen, dafür, dass in gewissen Grenzen das schon zulässig sein kann. Aber sehr einzelfallabhängig, und ich würde es von der Art der Darstellung abhängig machen. Und wenn ich dann darüber berichte, dass in dieser Anbauvereinigung mir das und das, dieser oder jener Strain zur Verfügung gestellt wurde und die Wirkung so oder so ist, ist es auch schon wieder hochproblematisch und die Grenze wahrscheinlich zum verbotenen Sponsoring auch wieder überschritten. Also da sind wir jetzt genau bei dem Thema, die Grenzen sind fließend und nichts Genaues weiß man noch nicht, wie es so heißt. Ja, daher die zwei Juristen, ich spreche jetzt auch mal für den Max oder allgemein, wir Juristen sind ja immer lieber den sicheren, vorsichtigeren Weg erstmal wählen und weniger berichten als zu viel und dann sattes Bußgeld kassieren. Und das kann ja hoch ausfallen, das Bußgeld angeblich, ne? Mir geht's noch mal mehr um die Clubbetreiber, weil ich glaube, jetzt sind gerade ganz viele Leute in diesem Modus, wir wollen einen Club aufmachen, aber wir haben Angst, dass wir Fehler machen. Ich glaube, das ist gerade sehr aktiv. Und darf ich eigentlich als Club, also als Clubbesitzer oder als Verein, wie weit geht's da? Darf ich da eine Webseite betreiben? Darf ich auf der Webseite aber kein Cannabis erwähnen? Wie sollte ich damit umgehen? Weil ich muss ja irgendwie, Mitglieder werben können. Ich muss ja irgendwie Leute ja in meinen Club kriegen. Also wie soll das funktionieren? Oder was denkt ihr, wie stellt sich der Gesetzgeber das vor? Eine Homepage darfst du sicherlich machen, ja. Aber alles, was dann da schon wieder irgendwo werbend für Cannabis ist, ist natürlich unzulässig. Du darfst ja letztlich auch als Anbauvereinigung nach außen nicht ein wirkliches Werbeschild anbringen oder irgendeine auffällige Gestaltung. Jetzt sind wir wieder beim Cannabisblatt. Das wird wohl nicht zulässig sein, dass du auf deine Anbauvereinigung mit einem Außen-Cannabisblatt als Schild aufmerksam machst. Also diese gestaltenden Elemente, die da irgendwas sind, sind so nicht zulässig. Eine Homepage, wo man sagt, wer ist jetzt da der Vorstand und vielleicht auch, was sind die Mitgliedsbeiträge oder die Satzung, wenn es denn ein Verein ist, das wird sicherlich zulässig sein. Aber alles, was darüber hinausgeht und dann schon wieder irgendwo in der Wahrnehmung anderer das Cannabis promotet, das dürfte unzulässig sein. Ich würde sagen, genau nach dem sicheren Weg, der auch genau richtig ist, wie der Marc das gesagt hat, würde ich da auf jeden Fall zustimmen. Ich würde vielleicht noch ein, zwei, ich sag mal, experimentelle Argumente bringen, wo ich mir auch vorstellen kann, wo ein Bedürfnis dafür besteht. Also zum Beispiel wäre eine Frage, dürfte man die Sorten, die dort angeboten werden, nennen? Ich könnte mir vorstellen, jedenfalls eine pure Nennung der Sorten könnte ich mir gut als sachliche Information vorstellen. Mit Preis nicht mehr, ne? Bedürfnis danach bestehen, ich darf ja nur in einem Club Mitglied sein, ich möchte mir den auch aussuchen, es gibt welche mit CBD-Anteil, es gibt verschiedene Wirkungen, also im Sinne des Gesetzes, des nun informierten Konsumenten, würde ich das noch für zulässig halten, die Sorten einfach zu nennen. Dann, und also, das, weiß ich, was du davon hältst, Max, dann vielleicht auch mit der Brille,
wir haben Stecklinge der und der Sorte, dann wird das Ganze vielleicht nochmal ein sichereres Fahrwasser, wenn man es jetzt nicht auf das Endprodukt, das dann abgeerntet wird, bezieht, sondern sagt, wir haben jetzt Stecklinge, die wir anbauen von der und der Sorte. Ja, dann dürfte es wohl zulässig sein. Dort finde ich auch eine sehr gute Idee. So gerade also nämlich gern, da ja ich, in Deutschland die Anbauvereinigungen, die sind, die überhaupt mit dem Anbaumaterial versorgen sollen, wäre das sogar auch, ja, ich würde auch sagen, erforderlich. Es wäre ja verrückt, wenn man sich nicht informieren könnte bei den einzigen in Deutschland zulässigen Stellen, welche Sorten ich dann zum Anbau überhaupt bekomme. Also finde ich gut. Und in der Zusammenschau ist das auch noch mal ein Stück sachlicher. Ja, macht ja in dem Fall, sind ja auch die Stecklinge und Samen das, was auch an Nicht-Club-Mitglieder verkauft werden darf. Dementsprechend macht es da sicherlich auch Sinn, das dann über die den Weg zu machen. Und ich kann es mir da auch ziemlich gut vorstellen, wenn man jetzt sagt, man hat nur die Liste an Sorten, die verfügbar ist, dass man das ähnlich wie viele Cannabis-betreibende Apotheken ja auch macht, die dann hinter einem Passwort, also im Endeffekt dann nur für Mitgliederbereich, dort womöglich noch weitere Informationen im Endeffekt verstecken und dass das gar nicht dann für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Da finde ich das ganze Thema aber sehr interessant, was ja im Endeffekt an Infos wirklich auf so einer Clubseite stehen darf. Da wäre auch die Frage, wenn man jetzt zum Beispiel diese Mitgliedschaften, also welche Stufen, welche Level es da gibt und vielleicht auch so eine Sortenliste, wenn die auf eine Website dürfen, darf man die sicherlich auch auf einen Flyer oder andere analoge Medien drucken, oder? Wenn das sozusagen ein weiterer Schritt notwendig ist, soweit ich es im Kopf habe, gibt es auch eine EuGH-Entscheidung dazu, also wenn jetzt ein weiterer Schritt erforderlich ist und der potenzielle Anbauvereinigungsinteressent irgendwo sich registrieren muss oder nochmal einen Schritt machen muss, Informationen dann anfordert, dann ist es wohl nach EuGH nicht Werbung und dann darf da wieder letztlich eine Info erfolgen. Also alles, wo man nochmal einen aktiven Suchschritt, bevor dann die Information kommt, reinbastelt, das dürfte dann wohl zulässig sein. Und ich sage mal, die Mitglieder dann da sich registrieren haben oder bei einer Interessentenliste dann die Information nochmal gesondert anfordern, die, denke ich, dürfen die Information schon bekommen. Ja. Okay. Würde ich grundsätzlich zustimmen. Also im Endeffekt ist das ja eine schwierige Geschichte für jemanden, der auf seinen Club aufmerksam machen will, weil das, was umso versteckter ist, ist eben umso zulässiger. Ich möchte noch mal ganz kurz in eine ganz andere Richtung, und zwar, ich bin ja auch selber Cannabis-Patient, wie ihr wisst, und natürlich gibt es auch da Ängste und Bedenken. Und für mich wäre es wichtig zu wissen, ich mache ja zum Beispiel mit meinem Kanal auch Sortenberichte. Das heißt, ich berichte über meine Sorten, die ich mir medizinisch bestelle. Habe natürlich Disclaimer, wo ich warne und auch über Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Arzt und Apotheker und was so notwendig ist. Aber können die mir da trotzdem jetzt in Zukunft einen dran flecken, dass sie sagen, jetzt machst du auf einmal Werbung, was ich sonst immer gemacht habe mit Sortenberichten? Oder bleibt mir das als Patient, könnte man das als Nicht-Werbung auslegen? Das ist schon, ich halte es für gefährlich. Ja. Man kann sagen, es wird wahrscheinlich unter einer anderen Überschrift laufen. Wie der Marc vorher meinte, fällt unter diese Ausnahme von Cannabis auch nach § 1 Nummer 8a des Konsumcannabisgesetzes Cannabis zu medizinischen Zwecken. Das fällt jedenfalls nicht direkt darunter. Wahrscheinlich bemisst es sich nach den Dingen, die auch für Medizinprodukte generell gelten. Schwierige Lage also. Dann hätte ich als weitere Frage Grow-Anleitung oder auch womöglich Grow-Tagebücher. Machen ja jetzt auch sehr gerne sehr viele Menschen. Zum einen auch, um natürlich dort auch Aufklärung zu betreiben. Das heißt, den Privatpersonen zu zeigen, okay, wie funktioniert ein Grow überhaupt, um es womöglich auch sicher durchzuführen, damit kein Schimmel entsteht und so weiter. Bis wann, also ist einfach nur der Bericht von wegen, so funktioniert der Grow, wäre das erlaubt oder ist das dann auch ein Anreiz wiederum dafür, wie weit darf man in so einem Grow-Video womöglich gehen? Naja, da haben wir auch wieder das mit den Samen und Stecklingen, Max, oder? Also wenn ich da sachlich Tipps gebe, wie ich den und den Samen der und der Sorte oder den und den Steckling vielleicht möglichst schädlingsfrei großziehe, dürfte das wohl zulässig sein. Ja, aber wenn es dann doch
kommerziell ist und dann wieder auf die Wirkung des sozusagen abgeernteten Endproduktes sich bezieht, ist die Grenze wohl überschritten. Genau, die Sachen kann man auf jeden Fall so sagen, Marc. Ich würde es auch schon etwas für problematisch halten, die also wirklich nicht nur Stecklinge oder solche Samen, sondern so richtige Pflanzen dort zu zeigen in einem Video. Das ist jedenfalls unsicher rechtlich, muss man sehr sagen. Könnte ja dann der Zuseher, auf den es ja auch schon ankommt, als Werbung ansehen, wahrscheinliche Wirkung, den Konsum von Cannabis mittelbar zu fördern. Und das reicht, um sozusagen dann die Schublade, das ist Werbung, zu ziehen. Auf was man nicht alles achten muss, ne? Ja, man muss sehr vorsichtig auf jeden Fall damit sein. Es ist, sag ich mal, ein sehr hohes Maß an Journalismus oder redaktioneller Institutionen dahinter dann gefragt, dass man da wirklich immer prüft, okay, gehen wir hier sachlich genug an die Sache ran? Und sagen wir so, ich glaube, für einen Team oder sowas dahinter steckt, ist das Ganze dann schon deutlich leichter umsetzbar. Gerade für die Leute, die womöglich wirklich nur mit dem Handy kurz was filmen und ihre Pflanze zeigen, das wird dann höchstwahrscheinlich genau das sein, wo dieser Kontext einfach fehlt, dass man da Leuten was beibringt. Und dieses freudige Zeigen ist dann womöglich genau das, was dann damit verboten wird. Schon schade, dass jetzt zwar die ganzen Leute anbauen dürfen, aber es dann niemandem zeigen können. Ich sag mal, jetzt sind wir mal froh, dass das Gesetz vielleicht jetzt erstmal in Kraft getreten ist und nicht undankbar. Klar, das ist alles streng, das Werbeverbot ist sehr, sehr streng, ähnlich wie bei den Zigaretten letzten Endes. Aber das wird sich zeigen und da wird sich dann letztlich auch so ein Duktus entwickeln mit der Rechtsprechung. Jetzt soll man erstmal froh sein, dass das Ding durch ist und dann schauen wir mal und am Anfang lieber einen Tick zu vorsichtig und dann schauen, wie es in den nächsten Monaten, Schrägstrich Jahren läuft und dann sind wir da auf der sicheren Seite. Wenn ich daran vielleicht noch kurz anschließen darf, ganz genau, nämlich hier das Tabakwerbeverbot war ja praktisch das Vorbild jetzt für den Gesetzgeber, für das Cannabiswerbeverbot. Da gab es zum Beispiel eben auch mal eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs über eine Webseite. Da ging es um Tabakprodukte und da wurde man am Anfang mit einem Bild konfrontiert von vier lächelnden Personen, die verschiedene Tabakprodukte in der Hand hielten, was als unzulässig gewertet wurde. Ganz geschaut hätten, wäre es vielleicht zulässig. Oder die Zigaretten so gemacht hätten. Dieses positive Schmack machen, was halt die Werbung auszeichnet. Das ist wenn der wir alle böse geschaut hätten, wie die Leute draußen, vielleicht was anderes. Ja, wir kommen jetzt langsam schon zum Ende der Sendung hin. Und ich würde von euch beiden nochmal um eine Art Einschätzung auch bitten. Und zwar, Clubs. Ich sag mal, der Otto-Normalbürger, wie man so schön sagt, der geht zum Verein und möchte gern zum Vereinsamt, möchte gern einen Verein gründen. Und weiß aber, oh, Cannabis-Clubs, da muss ich ein paar Sachen mehr beachten. Da muss ich nicht nur die Statuten abgeben, da muss ich wirklich auf viele Sachen achten, damit ich nicht vielleicht zum Verbrecher werde, was ja keiner will. Ja, ich glaube, die ganz kleinen Clubs tun sich auch schwer, sich am Anfang einen Anwalt zu leisten, damit sie hoffentlich nichts Falsches tun. Da geht's los vom Beipackzettel ausfüllen, was staatlich gefordert wird, was da alles draufstehen muss. Und ich halte das teilweise für, ich will nicht sagen an der Realität vorbei, aber ich will sagen, als schwer umsetzbar. Und ich möchte eure Einschätzung mal haben. Ist es für euch realitätsnah, was da beschlossen wurde für Vereine? Oder sagt ihr, eigentlich sollte sich das ohne Rechtsanwalt keiner wagen? Oder wäre wahrscheinlich für euch jetzt der schlauste Spruch. Aber immer gut, einen Rechtsanwalt zu fragen. Aber ich meine jetzt mal ganz ehrlich, eure Führerschein und so weiter. Ja? Eure persönliche Einschätzung, ist es wirklich sehr schwer gestaltet? Ist das so gestaltet, dass es so sein muss erstmal am Anfang? Oder könnte man das vielleicht auch alles ein bisschen lockerer sehen? Oder sollte man das lockerer sehen? Also wie seht ihr das? Was ist eure Einschätzung? Ja, also einfach ist vielleicht etwas anderes. Ja? Aber der Gesetzgeber will ja gerade da Vorsicht walten lassen und das schon auch so sicher gestalten. Und gerade immer die Dinge, die neu sind, sind am Anfang schwierig. Ja, denk mal dran, wie du Autofahren gelernt hast. Also alles neu und schwierig, um Gottes Willen. Und wenn dann dir der Fahrlehrer das erklärt und du dann fünfmal um den Block gefahren bist, dann hast du schon ein bisschen Ahnung. Und so wird es auch hier sein. Ich habe mit 12 schon geübt. Genau, ja. Ist alles strafrechtlich verjährt. Aber auch hier wird es so, denke ich, ähnlich sein. Am Anfang ist das alles ein Buch mit sieben Siegeln.
Aber wenn sich's mal, wenn der Motor dann mal läuft und ein Stück gefahren ist und da Routine ist, dann weiß man, wo die Klippen sind, wo man drauf achten soll. Oder was meinst du, Max? Ist ein guter Punkt, genau. Also es wird sich ja viel herausbilden. Letztlich bei solchen Fragen werden Behörden, die übrigens vor den gleichen Problemen erstmal stehen bei der Rechtsauslegung, sich irgendwann überlegen, halten die das für illegal, das nicht, dann wird's Bußgeldbescheide geben und dann Gerichtsverfahren darum und das wahrscheinlich in mehreren Instanzen. Darauf wird dann sehr geschaut werden und auch natürlich die Rechtsanwälte werden in dieser Richtung da sehr stark am Ball bleiben und dann beraten. Eine Frage hätte ich noch, die stand jetzt vorher gar nicht in den Fragen drin, die ist mir gerade gekommen. Dementsprechend muss die auch nicht unbedingt beantwortet werden. Aber glaubt ihr, dass das mit den neuen Werbeparagraphen, der jetzt im Gesetz steht, schwieriger für zum Beispiel Musikkünstler, gerade im Bereich Deutschrap wird ja häufig über Cannabis gesungen, ob es jetzt zumindest schwieriger wird, das noch mit Kunstfreiheit zu begründen, weil ja jetzt auch wirklich ja explizit die Verherrlichung des Konsums schon direkt verboten drinsteht und das ja oft auch betrieben wird, wenn darüber ja gesungen wird, dass es so schön ist, sich seinen Joint anzuzünden und den zu konsumieren. Ja, so gut, das ist eine sehr spannende Frage. Wie so oft, gerade hier, wenn du Kunstfreiheit ansprichst, das sind verschiedene Grundrechte, die im Zweifel auch von einem Gericht miteinander abgewogen werden müssten. Also eigentlich würde ich zwar sagen, es wird tendenziell schwieriger. Andererseits wäre irgendwie auch das Ergebnis rechtlich schwer haltbar, dass Dinge, die sich jetzt in der Kunstfreiheit, in der Kultur etabliert haben und jetzt nichts mit dem Cannabisgesetz zu tun haben, jetzt eigentlich unzulässig werden. Also in der Theorie schwieriger, aber eigentlich kann ich es mir praktisch nicht vorstellen. Ich denke auch, ich bin auch bei Max. Ja, ich finde es wunderbar, dass wir jetzt hier in dieser kurzen Zeit auch so viel Sachen kurz, also dass ihr die beantwortet habt und nicht nur euch da wie Politiker drumherum gewunden habt. Also meinen herzlichen Dank und ganz großen Respekt auch, dass ihr euch da eingearbeitet habt, weil Leute, das sind ja keine Fachanwälte für Werbung, ja. Das muss hier auch mal gesagt werden, ja. Und vielen Dank für eure Zeit und wir hoffen auf ganz viele Kommentare. Und mit zusätzlichen Fragen, die wir vielleicht noch beantworten können. Natürlich konnten wir hier nicht alle Fragen abdecken. Da werden noch ganz viele offene Fragen sein. Wir werden versuchen, in Zukunft noch ein paar Sendungen zu machen, vielleicht zum Thema nur Führerschein oder zum Thema, ja, was für uns jetzt auch alle sehr, sehr wichtig ist, weil wir wollen ja alle auf sicheren Fuß stehen. Und wenn ihr ganz wichtige Fragen habt, dann wendet euch an diese beiden Herren. Und ich sage vielen, vielen Dank für diese Sendung auch an Matthias und wir sehen uns bald. Ja, danke für die Einladung und ich glaube, Max und ich, wir sind gern wieder dabei, wenn es um Folgefragen geht. Super, ich würde mich freuen, fand ich auch. Hat richtig Spaß gemacht. Danke auch hier an euch Moderatoren. Dankeschön, dass wir dabei sein durften. Vielen Dank. Bis dahin.